Herzlich willkommen zur nächsten Folge. So, letztes Mal haben wir genau hier aufgehört. Jetzt geht es um den Versteck, auf jeden Fall. Den haben wir ja letztes Mal gefunden. Wir müssen jetzt nur noch Teleport zurückgehen. Der war ja irgendwo hier hinten. Let's go. Bin gespannt, wie er aussieht. Es soll einen Glatzköpfigen geben, haben die letztes Mal erwähnt. Also die eine Gefangene und einen mit bemaltem Gesicht. So, jetzt die Frage, ist da beides gemeint gewesen oder waren das zwei Personen? Aber für mich klang es nach zwei. Also, finden wir es mal raus, was da unten abgeht. Weg mit dir. Oh. Easy. Dein Ernst? Oh, Gott sei Dank genug Schaden. Boah, der Level up, Alter. Ficker. Oh, die sind wieder da. Oh fuck, ich dachte, ich wäre weg. Aber der Damage viel geringer jetzt dadurch. Easy. Na, lässt du was fallen? Ja klar. Reine Lichtessenz. Ah, warte, das eine war eine reine Lichtessenz, nicht dunkel. Mein Fehler. Ganz genau. Hey, die reagieren gar nicht. Ja gut, so geht's auch, ne? Nochmal ein bisschen XP mitnehmen und rein da. Der Keller. Okay. Sehr dunkel hier. Aber nicht kaputt und ordentlich. Ich wollte gerade zerstören. Okay. Was ist das? Well, well, well. So sieht aus. That returned. I've heard of you, Achilles. My lord has foreseen that you'd soon pay me a visit. Know that he will surely appreciate your voluntary sacrifice. Why are you kidnapping people? I'd most gladly throw them to the lions, but my lord has recognized a potential in them, and in his generosity, let them serve. Generosity. Even after death. They will join his ranks that are awaiting his sign. And then I, his most loyal servant, shall lead them to war that will drown Greece in blood and fear! Why are you so certain that it's you who's going to lead them? It just so happens, I also spoke with your lord. He said that he sees similarity between us, and that he admires me. Admires you? You're lying. Lying like a dog. You want to deprive me of my honor? Du bist nur ein Werkzeug, mein Freund. Only I am worthy enough to sit beside him. As a token of that, I shall give him your head. Sorry, das ist eigentlich ernst, aber es war gar zu lustig. Das war so von wegen, er hat die Wahrheit gesagt, also nein, ich bin der Auserwählte. Ist mir egal, was du sagst. Oh, holy shit. Oh. You bold fool! You'll be begging! True strength is forged in the heat of battle and on the anvil of fear! Lord, you promised me immortality! Do not forsake me now! Oh doch! Das war's mit dir. Besiege Tidius. Verschonen. Du bist nur ein Werkzeug, mein Freund, aber jetzt hoffentlich hast du es erkannt. Fight me. Oh! Coward! Fight! Please, look at me. Oh fuck, das war schlecht. Schöne Cancel. Oh! Oh, schön geblockt. Aha. Cool, das ist natürlich auch interessant. Wir haben verschont und ich dachte schon so, hey, habe ich was falsch gemacht? Nee. I recognize the engravings. Time to bring it to Bithia. Ganz genau.
Aber cool gemacht. Wir verschonen ihn. Er so, nein. Ich werde sterben. Okay. Aber ich hoffe, das zählt als verschont natürlich, ne? Weil wir haben es ja gewählt. Aber schon lustig, ey. Er will sie trotzdem sterben. Also, wenn ich schon Scheiße gebaut habe, gehe ich mit dem Schiff komplett unter. Na gut. Irgendwas Neues hier? Nö. Schriftenherstellung von starken Ölen. Nice. Junge, ganz ehrlich, wir haben bis jetzt noch nie was hergestellt, ne? Oder? Also kaum, weil wir das gefühlt nicht brauchen. Zum Beispiel, was könnten wir herstellen? Wovon haben wir richtig, richtig, richtig viel? Gucken wir mal. Lehm braucht alles. Kohle bleibt, braucht alles. Das braucht reine Essenzen. Das mache ich nicht. Ja, das ist... Davon haben wir nicht mal genug, ey. Zum Herstellen. Die machen nicht genug Schaden, dass es sich überhaupt lohnt. Das Einzige, was man einmal machen könnte, für einfach nur... Wie heißt das? Für vielleicht einen Erfolg. Einmal das herstellen und das herstellen. Aber hat nichts gebracht. Was braucht ihr? Noch mehr, und zwar keramischen Lehm für die Bombe. Was mit den Ölen? Da ist schon besser, aber das passiert genau dasselbe am Ende. Und zusätzlichen göttlichen Schaden. Ja, deswegen stelle ich ja nichts her. Das mit den Blumen, das ist was anderes. Das könnte man herstellen, aber das brauche ich gar nicht mehr, weil ich habe genug Resistenz von alleine und ich weiche genug aus. Also ich finde, für mich ist halt Crafting jetzt nicht so useful, aber naja. Was hast du hier? Du wirst ein Phantomexemplar deiner Waffe auf deinen Gegner. Ja, Speer werfen! Oh, gib her. Sag mal her. Jo! Wie viel Damage? Das Geile ist, man könnte es wieder kombinieren. Das hier, wenn es alles durchbohrt, das wegnehmen und dafür dann den Bonus, dann kann man so einen richtigen Fernkampf-Bonus-Wurf machen. Holy! Was haben wir noch bekommen? Da. Du teleportierst dich sofort hinter den markierten Gegner und führst einen Angriff aus, der hohen Schaden macht. Oh! Hammer geil. Schild- und Schwert-Style. Alter. Okay. Also sogar ein Vorteil, mit einem Schwert zu spielen. Mal Teleport. Geil. So, wo können wir denn lang? Hier steht noch irgendwas. Oder war was? Ja, hier. Ah! Thank you. Den könnte man glatt übersehen, wa? Freigelassen. Jo. Jetzt gucke ich nochmal, sicherheitshalber nochmal hier durch, ob irgendwas hier ist. Aber ansonsten... können wir hier abbauen. Da kann ich eh nicht rein, richtig? Ganz genau, da können wir nicht rein. Die Map gibt's nicht, genau, ist ja ein Keller. Eine Maske, ist hier überhaupt eine Maske? Ich hab das... Scheiße, das habe ich vergessen. Der ist schon eh tot. Schade. Ich hätte vorher Maske nachgucken sollen, aber ich hatte leider keine Zeit. Dann beim nächsten Part wahrscheinlich, davor gucke ich nochmal. Wenn ich es hoffentlich nicht wieder vergesse, weil ich jetzt wegfahre. Aber naja. Genau. Dann... das haben wir geschafft. Wir sollen jetzt zurück. Das werden wir auch machen. Direkt zurück. Teleportieren und dann einmal quatschen, was das Zeichen bedeutet. Pup. Runtergefallen. Haben wir Upgrade? Wir haben Upgrade. Nice. So. Eins. Und zwei. So. Somit ist die, ja, Schlange, Drache, was auch immer, fertig. Und jetzt kommt, was haben wir hier noch? Das ist Zorn. Genau, wir wollten gucken, ob Präzision Zorn wichtiger ist. Glück gibt es gar nicht mehr, außer nochmal doppelt machen, aber brauche ich gar nicht, um ehrlich zu sein, weil am Anfang des Spiels, ja, definitiv hat geholfen, weil ich habe da mehr gegessen, vom Fleisch oder von den Tränken. Aber jetzt habe ich so viele, ich muss die gefühlt schon verkaufen eigentlich, deswegen finde ich, glaube ich, gar nichts mehr. Sollte ich auch vielleicht machen. Naja. So, schnell runter. Leider gibt es hier keinen Teleport drin, ist egal. Gut, let's go. Oh. Ach, der Schmied ist da hinten, ich wollte gerade sagen. So, hier ist der Ring. This is the ring. His owner was the right-hand man of the being we're looking for. It beams with a powerful force. The same one I felt at the sealed doors. I hope it can help direct my vision. The line between the worlds of the living and the dead is very thin here. I don't know how. Ja, danke schön. Okay, bereiten wir uns vor. Kampf kommt. Consequences it will bring. Remember everything you're about to hear and don't get scared. Okay. Voi tristemas, skiaston kron. Dosemas di Sophia sas. Voi tristemas.
wird rot wie unser Sicht. Ja. Phobos. Aha. He was born in your world as a consequence of the fear that was instilled in people's hearts after the Trojan War. He feeds on it. It gives him strength. Aha, okay. I was hoping that your courage would cause him to focus on you, giving us more time to end the crisis. He must have his lair somewhere on the line between the worlds. He's ordering his servants from there. They're coming toward us. You must stop them. Okay, nice Vision. Also sozusagen nur... The fuck? Sie ist tot. 100%. Wie er um sie herum geht. Erstmal Abstand. Damn it. So, it's time. Who are you? There's no time to explain. Take care of them. I'll protect the Oracle. Alter Thor! Junge! Stell dich dem Feind, was die Vision bringt. Boah! Ey, ich habe noch nicht alles erkundet! Wow, 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 wow! Die Dunkelheit am Horizont. GG, ich weiß jetzt nicht, ob das Spiel dadurch zu Ende geht. Fuck. Ich hätte nicht gedacht, dass das so schnell passiert. Go face the enemy, Achilles. I'll protect the Oracle. Kann ich woanders lang gehen? Kann ich so umgehen? Bitte lass mich weggehen. Gott sei Dank. Wir cheesen. Jungs, Leute, wir cheesen. Richtig hart weg hier. Oh Gott sei Dank, ey. Ey, wir sind noch nicht fertig. Ich kann noch nicht sofort jetzt schon in den Feind kommen. Ich weiß ja nicht, ob das sogar sozusagen erst Vorschritt ist und dann kommt woanders und ich muss hier hin, aber nee. Ich werde erstmal das hier erkunden. Ich will wissen, wo ich hin muss. Oder vorher fertig haben, bevor ich hier aus Versehen das Spiel schon fertig kriege. Nee, 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 so nicht. Alter. Haben wir noch eine Nebenmission? Geh zum Lager der Kultanhänger. Oh. Perfekt. Was wollte ich mehr? See him, boys. Schon wieder. Oh, der prallt ab. Weg mit euch. Okay, also der Speerwurf, wie viel Zeit er macht. Muss ich ihn vielleicht aufladen? Alter. Junge. Die Toten wohnen gerecht. Ganz genau. Ist hier irgendwas anderes noch in der Nähe? Hier oben ist noch ein kleines Stück. Gehen wir mal dahin. Oh, wieder ein Greif. Ich habe nicht gesehen, wie viel Schaden das war. Shit. Oh, Löwen! 400 nur! Oh, dann ist das Trash. Dann ist das Trash. Ey, da ist noch einer. Ja! Die... Oh, junge, physikalischen Gesetze wirken bei Löwen nicht. Ihr kleinen Missgeburten. Alter, die wirklich meistgeheißtesten Gegner, die ich habe von all denen, ey. Oh, Truhe. Immer physikalische Gesetze. Scheiß drauf. Damage, scheiß drauf. Junge, Stats, scheiß drauf. Diese Löwen, ey. Und der Skill ist leider scheiße. Vielleicht ist es mehr Damage, je mehr Waffen man hat oder je mehr Schaden die Waffe Grundschaden hat. Das heißt, vielleicht ein Zweihänder, stell ich doch mal vor, man wirft diese heftige Waffe oder zwei Waffen einzeln. Dann könnte ich mir vorstellen, dass es stärker ist, aber so ist... Das ist gut, wenn man Nahkampf kämpfen muss. Ansonsten ist das andere besser. Mehr Schaden mit Flammen, ich weiß nicht, wie das scaled. Ich brauche mehr Stats, ich muss wissen, wie scaled welche Fähigkeit. Oder ist es allgemein einfach nur pur Zorn-Scaling? Das müsste ich wissen. Da habe ich ein bisschen zu wenig Input. Naja. Nehmen wir dann... Also der eine Speerstoß ist geil. Das muss ich ehrlich zugeben, weil der ist ja richtig stark. Genau den hier. Der macht ja irgendwie 1000 oder so Schaden, mit dem einen sogar 2000.
Aber das kostet zu viel und das macht und hält länger. Deswegen wieder zurück zum Old. Old but Gold. Deswegen nehmen wir das wieder mit. Hier oben ist eigentlich, glaube ich, gar nichts mehr. Oh, nee, ein Kacklöwe noch. Nee. Fettsack. Hätte es helfen sollen. Ist hier oben noch was? Nee. Ich höre Pflanzen. Weg hier. So, Full Sprint. Wieder zurück zum Teleport. Im Sinne von da gehen wir ab jetzt hoch. Schade, dass es keinen Skill gibt, um seine Bewegungsgeschwindigkeit und Angriffsgeschwindigkeit erhöhen. Ich würde so gerne schneller angreifen, so wie bei Skyrim. Zum Beispiel, es gibt keine Möglichkeit, seine Attack-Speed zu erhöhen, außer natürlich verschiedene Waffen zu tragen. Aber es gibt ja diesen einen Schrei in Skyrim, der deine Waffe Attack-Speed erhöht. Und das fand ich immer geil, weil es war der einzige Weg, wie sich Zweihandkämpfen in Skyrim ansatzweise geil anfühlt. Weil sonst haust du da einfach nur gefühlt einen dicken Balken um dich herum und es ist so fucking langweilig, die gleiche Animation 10 Jahre lang zu sehen. Aber wenn du den erhöhst, dann macht es schon mehr Spaß auf jeden Fall. Deswegen, und das ist dasselbe hier. Ist abgesperrt. Wow. Nee, ich weiß, was es ist. Es ist abgesperrt, weil das ist das ist der Endfight vielleicht hier. Oder man kommt von der einen Seite nur raus oder gar nicht von hier rein. Also, runter und dann vielleicht von hier oben weiter. Wir müssen gucken, wo uns das Spiel hier reinlässt. Wo wir durch können und und. Aber, nee, der geht nicht hoch. Sieht man auch, glaube ich, am Kartenrand. Durch, 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 durch. Wir kommen aber, glaube ich, näher. Du siehst einen Schrein. Ist das das Fragezeichen? Jawohl. Gut, dann nehmen wir den mit. Dann respawnen wir hier. Scheiß Löwe, Junge. Ihr merkt meinen Hass gegen die Löwen, ne? Ich mag die Gegner gar nicht. Es ist einfach unfair, wie die sich bewegen. Oh, Granate! Boah, Junge. Friss den Double Shield. Aufpassen mit den Worten. Wir müssen ja family friendly bleiben, so gut es geht. Aber manchmal ist mir das auch egal. Man soll ja eigentlich nur am Anfang des Videos nicht zu viele Schimpfwörter benutzen, damit man nicht sofort gelb eingestuft wird, irgendwann, wenn man damit Geld verdienen kann. Aber danach kann man, glaube ich, mehr, weil da haben wir jetzt eh nicht mehr geprüft. Oder nicht so genau. Oh, da unten ist was. Versteckt. Bronzestück. Okay. So, mein Freund, was hier drin? Speer? 100. Uff, nice. Jetzt könnten wir sogar wieder den Schild upgraden. Okay, wir gehen erstmal nach. Da oben geht eh nicht. Wir gehen nach unten erstmal, um den Weg zu vervollständigen. Ist es der Weg? Das ist nicht der Weg. Wir müssen da hoch. Oh, fuck. So. Keine Ahnung, warum die hier solo steht. Weg damit. Langsam mache ich schon so viel Schaden, dass die auch richtig schnell gehen. Sogar die einfachsten Gegner, weil die so slow sind. Gut, da waren wir schon. Da brauchen wir nicht lang gehen. Da können wir noch nicht hoch. Hier sind die Grenzen gezogen. Also müssen wir jetzt komplett von hier anfangen. Außer natürlich, hier ist gesperrt. Willst du mich verarschen? Warte. Hier oben kann ich nicht lang. Da ist versperrt. Hier kann ich auch nicht durch, außer vielleicht hier irgendwo. Ich muss mal versuchen und hier nochmal gucken. Wenn hier nichts geht, ist es extra wegen der Story erst dann und dann werden die hier kaputt gemacht. Extra so. Auch interessant. Aber besser so zu machen, statt zu sagen, da kann man gar nicht hin oder so. So, und hier kann ich... Kann ich hier rauf? Nee, geht gar nicht. Daumen auch nicht. Gut, zurück zum Feind. Ging schnell... Ups, sorry. Ging schneller, als ich dachte. Teleport. Ah, fuck, ich hätte erst das andere machen sollen. Egal. Nee, ich gehe hier hin, weil ich will von da rausgehen, so wie es sozusagen Canon wäre. Oder Canon, aber so wie man eigentlich dahin kommt. Jetzt machen wir noch kurz einen Präzision oder Zornpunkt höher. So viel Kraft ziehen, wie nur möglich ist. So, machen wir den oberen hier am Schweif. Zack, Zorn 220, Fluchverteidigung höher, physischer Schaden geht hoch. Jetzt müsste mein Balken auch größer sein. Und außerdem vielleicht der Damage, wenn das so funktioniert. Stell dich dem Feind. Nehme ich ein starkes Öl mit, Leute? Was glaubt ihr? Wir haben so viele von denen, machen wir mal, ne? Gucken wir mal. Wie viel haben wir? 5. Okay, pass auf, dann machen wir das so. Den hier. Machen wir... Piss dich jetzt. So, wo ist das normale Öl?
Das normale Öl. Das starke Öl. Für Schaden. Haben wir auch nicht so viel. Und dann Gift weg und hier machen wir das richtig starke Öl hin. Damit das selten ist. Perfekt. Weil da können wir 3 und 4 mehr spammen. Am meisten 4. Und dann sehen wir weiter. Wie viel der... Verpiss dich, Pflanze. Ich nutze jetzt schon mal. Oh, der Weg ist länger, als ich dachte. Oh Gott, hab ich mich erschrocken. Ich so, fuck, hier, vergiss die Sicht ans Mal. Vor kommt das. Ey, bin ich nicht immun dagegen? Weg mit euch. Oh fuck. Nein. Oh fuck. Sehr viele. Sehr viele. Ich will keine. Ich hätte einen anderen Bereich suchen sollen. Dafür. 1000 Schaden. Oh mein Gott. Ich dachte, es kommt mehr. Ja, genau, der Schmied. Ich habe das Gefühl, das ist dieser Hephaistos. Nee, wie hieß er nochmal bei God of War? Hat man den einmal gesehen, dieser eine Schmied, der richtig gut war. Das werden wir jetzt rausfinden. Boah, Junge, nicht schlecht bis jetzt die Story. Also mir gefällt die. Also fürs erste Mal natürlich, ne? So, sind die weg? Hat er uns die ganze Zeit verarscht? Nee, okay, er ist noch da. Sie lebt. Achilles, as always. Well done. Street Fighter character. Well, I wanted to get away from my past, but things turned out differently. You've already met my uncle, Hades. Long ago, I was the patron and god of fire. Ja, genau. Hephaistos, Junge, ich hab recht. And craftspeople. They called me Hephaistos. And you're only telling me this now? I just didn't want to be a god anymore. I imbued this hammer with my power and hid it far away from everyone. This thing had also some Körper. If I had to choose between one evil and another, I'd rather not choose at all. But since the fate of Greece is at stake, I couldn't remain passive. Help, especially divine help, is now immensely needed. Dispense with the courtesies. After all, we've known each other for some time now. You better check on the Oracle. I think she's regaining consciousness. Aha. Außer vorher einkaufen, ne? Kennst ja. Okay. 2200, das dauert noch, ey. Ich glaube, ich mache jetzt mal lieber mein Schild höher. Benutzen ja gerade. Genau, den hier. Nummer 1. 2. Mehr geht nicht. Aber schon mal gut, guck mal. Fast 100 Schaden, Stabilität über 50. Schadensreduzierung geht auch hoch. Ich habe voll vergessen, dass die hoch geht, Junge. Holy shit. Ah ne, die war so, oder? Ja, die war so. So, keine Kohle mehr. Mal wieder. So, sprechen mit Pythia. I'm still feeling dizzy. What happened? Hades spoke through you. He warned me about the enemies that attacked the temple. Have... I mean, the smith will explain everything in due time. Now you must rest. Before the darkness overcame me, I saw something else. I saw them. They were like giant shadows stretching over the horizon. I saw the arrival of the three heralds of terror. The first one came from the plains, the second from the sea, the third from the mountains. Flames, plague, and madness trailed behind them. Stop them, Achilles, and bring me something that belongs to them. I believe the power enchanted in such objects will allow me to see where Phobos is hiding. Ich find's aber voll heftig, wie viel dieser Böse, der davor gar kein Gott war. So jetzt. Der gar kein Gott war, vor kurzem erst physische Form angenommen hat. Wie heißt das? Schon so viel für seine Lakaien tut, ne? Und sie verzaubert, verbessert, was auch immer. Wir haben hier andere Götter neben uns und die geben uns... Ja, okay, eine Rüstung hat er uns gegeben, die ist schon wirklich gut, aber das meiste macht ja Achilles selber, der ist gefühlt eigentlich wirklich selber auch ein Gott. Und ja. Davor war das denen egal, nicht stark genug und er ist immer noch nicht stark genug wie die, aber langsam kommt's.
Mortals are weak. However, your poor victory doesn't mean much. Neither the tricks of that witch nor your weapons can stop those who've come. Das werden wir sehen, Junge. Challenge accepted, bet, Junge. Okay, pass auf, wo müssen wir hin? Nach da. Ist gar nicht so weit. Ja, komm, laufen wir. Schild ist verbessert. Schaden müsste jetzt hoffentlich bei 200 sein, wenn ich ein Schild werfe oder mehr. Das wäre ein guter Poke-Damage. Unser Speer ist immer noch so meh, aber wir haben noch keinen mythischen Speer. Ich will immer mystisch sagen. Jetzt... Herr Fortune. Räuber? Kommt ihn her. Verpisst euch. Boom. 2 plus 2 ist 4. Das klang ja genauso. Instant. In a faraway land, there was once a wise king who devoted his life to seeking revenge for his brother's death. He was so focused on that goal that he brought the dogs of war into his god's kingdom. Sounds familiar, right? Ja, das klingt ähnlich. Holy shit, das heißt, er hat einen Pakt mit ihm geschlossen und dadurch hat er seine physische Form sozusagen bekommen. Weil der eine so gierig danach war, ganz Griechenland einzunehmen. Holy, ey. Was ein Schwein. Ich sag ja, die Gier von irgendwelchen Leuten, die schon was haben, was andere nicht mal ansatzweise haben, so wie in unserer jetzigen Welt mit Geld auch. Die einen haben so viel Geld, wo du denkst, Junge, du kannst damit jeden Tag sogar verbrennen und du könntest es nicht mal schaffen, so viel Geld zu verbrennen. Und die einen arbeiten ihr ganzes Leben nur, um überhaupt zu überleben. Oh, holy shit, das ist ja... Und dann, ja, GG, ne? Gib doch jedem den gleichen Anteil, ey. Jeder könnte so ein schönes Leben führen. Nein, Gier immer mehr. Junge, Junge. Und nochmal, ey. Piss dich! Ja, was soll's. Oh no! Holy shit! Okay. Überall Feuer und Flamme. Geh, geh, geh. Ihr kleinen Mistgeburt. Junge. Wieso kommt ihr überhaupt her? Ficker, Junge. Boah, Junge. Aha, das werden wir sehen. Und tot. So, weg mit dir, du Sau. Feuerkristall. Den haben wir geschafft. Wo ist der Rest? Da oben kann ich immer noch nicht hin. Das ist das Endgame. Aha. Also, Teleport hierhin, rein da, fighten. Oh, das ist schon wieder so viele Leute da. Hier wird es mehr leichter sein. Okay. Dann würde ich sagen, wo ist Teleport? Rechts. Bloß nicht nochmal fighten. Weg hier. Und ich glaube, bevor wir fighten, immer die Harfe zünden. Wir können so viele Peter rausholen, aber wir müssen natürlich schnell genug killen. Das ist auch nochmal so ein Ding. Okay, pass auf, dann. Also, wo ist die Harfe? Die Harfe ist irgendwo hier drinne. Ne, war weiter oben, ne? Ne, weiter unten. Mein Gott. Da ist sie. Schicksalslied. Zack. So. So. Und rein da, Junge. Boah, der Schaden! Das werden wir sehen. Easy. 9375! Danke, Harfe. Geile Harfe, Junge. Holy shit. Ich wollte eigentlich ganz kurz warten, weil manchmal sagen die bei jedem sozusagen HP-Prozentteil, wo man ankommt, immer eine Line.
Deswegen habe ich kurz gezögert, aber ja. So schnell ist er down. Cool. So, und jetzt noch den letzten Gegner. Dann haben wir das. Perfekt für den Part. Nochmal verbessern hier. So, hier nochmal ein Zorn. Zack. So haben wir noch mehr Stärke und noch mehr Scaling für unsere Waffen. Und, oh, das wird aber ein Instant Fight. Fuck it. Rein da. You found my quarters. I admit that first I had a tough time taming his wild nature. Okay, ja, ich geh mal weg. So. He's infamous for his patience and wants to have more all the time. Huh. More and more. Like you used to, Achilles. Aha, also kämpfen wir sozusagen gegen so einen alten Phantom oder was? Okay. Boost. Boost. Und haben wir noch eine? Ich hoffe, das hat sich resettet. Ja, wir haben wieder eine. Hey, er hat nicht geused. Sau. Vielleicht wegen Animation? Oder nicht zu Ende abgebrochen? Wunderschön. So, jetzt rein da. Ha, ausgewichen. Nee, doch nicht. Oh, nice. Halt, wir müssen uns Gift-immun machen. Gift-immun, Gift-immun. Nein, 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 nein. Läuterung, Gerinnung. Ne, ich brauch das hier. Wo ist das? Entgiftung. Oh, hell no. Weg hier. Little man, du bist tot. And then, Ende. Wollte gerade sagen. Jetzt haben wir halt sehr viel Schaden. Your persistence is impressive. Such great passion. Such great hatred. I'm beginning to understand. Fate didn't put us on this path by accident. So far I've seen you as my rival. But maybe we don't have to fight each other. Jetzt wird ein Tausch machen. Just think about it. Greece would be at our feet. If only you broke away from the shackles of the gods you serve. Tja, gut, zwar ein sehr starkes Angebot, aber ich glaube, das brauchen wir nicht, weil man lernt oder aus seinen Fehlern oder das Ding ist, sogar wenn man das wirklich wollen würde, was er will ja nicht regieren, er will ja nur Ruhm. Und ich glaube, das ist ja das Höchste, was Achilles kriegen kann, wenn er Griechenland sozusagen befreit mit den Göttern und selber zu einem wird. Anstatt sozusagen das zu regieren mit dem Typen. Und ich sag mal so, bis jetzt war jeder, der ihm gedient hat, nur eine Marionette. Der will selber nur alles haben. Also ist es nicht die Entscheidung, aber ich glaube, das sind die zwei Enden wahrscheinlich, ne? Einmal Rettung und einmal kontrolliert. What the hell is that? Hä? Geister. Okay. Das sind die alten Männer von ihm, oder? Holy. What the fuck ist hier passiert? Okay, Leute. So, hier ist ein guter Stopp. Und im nächsten Teil mal gucken, was alles passiert. Ich glaube, wir werden wahrscheinlich jetzt mit ihr reden. Und dann müssen wir uns wahrscheinlich hier durchkämpfen. Komplett bis dahin. Und dann finden wir ihn. Und dann kommt die Entscheidung. Also vielleicht haben wir den nächsten Teil, wenn wir richtig rasieren oder den länger machen, den letzten Teil. Vielleicht. Oder zwei auf jeden Fall. Gut, Leute. Falls das Video gefallen hat, lasst ein Like, Abo und einen Kommentar da. Und wie immer, bis zum nächsten Mal.